Hallo zusammen. Schon länger nicht mehr vor der Kamera gewesen. Ich hatte Urlaub, war extrem beschissen dran. Bin krank geworden dabei. Heute mache ich ein kleines Messer-Review. Esst mir dabei ein paar schöne Laugenbrezel. Folgendermaßen. Und zwar bin ich auf ein altes Messer vom... Ich habe das falsch angepackt. Ich glaube es ja nicht. Augenblick bitte. Ist ja nichts Neues bei mir, oder? Also, es ist, geht um folgendes Messer. Mal gucken, ob es jemand erkennt. Oder ob es jemand kennt. Ein ziemlich einfacher Folder. Kommt aus Solingen. Das ist das Mercator-Messer. Heinrich Kaufmann hat das 1867 erfunden. Eine relativ simple Bauweise. Das ist ein Backlog-Folder. Ich weiß nicht, wie viele Backlog-Folders es da gibt oder gab. Ich kenne keine, aber ich habe mich da in der deutschen Messergeschichte noch nicht so umgesehen. Ich habe das Messer jetzt seit ca. 20 Jahren, wie man sehen kann. Ich habe noch eins mit, mit der eingeprägten Katze und dem K55K, wobei die Katze schon abgegriffen ist. Also ich habe das schon ein paar Jährchen. Bin jetzt durch ein altes Video von dem Stefan Schmalhaus draufgekommen wieder. Und habe meine Liebe zu diesem Messer wieder gefunden. Weil das ist so simpel gebaut und durch seine Einfachheit so wunderbar. Also, das K55K Messer oder auch genannt Mercator Messer oder auch genannt das Kaiser Wilhelm Messer ist erfunden worden 1867 von Friedrich Wilhelm Kaufmann in Solingen. Wird seit 1867 so wie im Ursprung immer noch wieder gebaut, derzeit von der Firma Otter Messer, weil es gibt die Firma Kaufmann nicht mehr, die ist liquidiert worden und die Namensrechte und auch das Design, die Designrechte wurden an Otter Messer verkauft. Diese Messer waren eigentlich ursprünglich gedacht so für Industrie und Handel als Arbeitsmesser. Wurden von den Leuten, die diese Messer auf der Arbeit benutzten, auch als Vespa-Messer genutzt und haben da ihren Ruf gefestigt als Allround-Messer. Sind heute eigentlich nur noch Liebhabern bekannt, obwohl die, ja gut, die kosten 20 Euro jetzt. Gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, aber das originale Mercator hat halt nur die richtige Klinge und sonst keine Aale oder sonst irgendwas. Wird also, wie gesagt, seit 1867 immer noch gebaut, immer noch in Solingen. Ist aus vier Metallstücken gefertigt, nämlich einmal dem Griff, der Klinge, der Feder, die hier drin ist und auch gleichzeitig verbunden ist mit dem Backlog ja, und diesem unseren Lanyard Holder. Ich halte das mit diesem Messer, weil ich sehe das nicht so ganz genau, aber ich glaube, ja, mal gucken, vielleicht kann man das sehen. Hier drin sieht man ganz klar, dass die Messerspitze hier unten anschlägt. Das heißt, das hat also keinen Klingenstopp. Also müsste man hier mit diesem Messer vorgehen wie mit einem Lajol-Messer. Wie sagt man bei Lajol-Messern? Leise Klinge lebt länger, leise Feder lebt länger, egal.
Also bei solchen Messern, wo man das wirklich sehen kann, und wer ein Mercator-Messer hat, der sollte wirklich da unterhalb der Fangriemenöse mal gucken, dass hier oben die Messerspitze anschlägt. Langsam schießen, langsam. So stark wie die Feder ist, braucht es eigentlich nicht diesen für die Daumengrille, nennt man das, glaube ich. Braucht man nicht, weil das lässt sich super einfach öffnen und super leicht schließen. Wiegen tut's. Und ich verlasse mich selten bis nie oder gar nicht auf Herstellerangaben. Ich denke, das wissen die meisten, die meine Videos schon mal gesehen haben. Wobei ich sehen muss, ich habe zugenommen, seitdem ich nicht mehr rauche, seit 4 Monaten. Na gut. Das Messer wiegt 74 Gramm. Hat eine Gesamtlänge von 20 cm und eine Klingenlänge bis zum Ende der Schneide, von der Spitze bis zum Ende der Schneide, von 8,4 und genau 9 bis Klingenende, aber ich rechne immer bis Schneideende. Das sind dann 8,4. Durchmesser hat die Klinge oben, also da am Schaft praktisich, von 0,3 und ziemlich weit unten von 0,4. Mit Griff nehme ich das mal an der dicksten Stelle. Nämlich oberen 3 Viertel hat es eine Stärke von 4,7 und ausmachen. Also ich würde das bezeichnen als den Urvater der Backlog Folder Arbeitsmesser, Festbarmesser, Allround-Messer. Das Messer kam übrigens, wurde im Ersten Weltkrieg von deutschen Soldaten benutzt. Ich halte übrigens mal eins daneben, wo ich sagen würde, das hat doch eine relative Ähnlichkeit, irgendwie, auch wenn es kein Backlog-Folder ist. Ich drehe das mal rum. Schön, wer dabei Böses denkt. Also das Messer wurde von deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg gerne benutzt, im Zweiten Weltkrieg auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann von amerikanischen GIs oder Soldaten nach Amerika mit rübergenommen, in größeren Stückzahlen, meistens von den deutschen Zivilisten abgekauft. Machte dort meistens im Ghetto oder in den Ghettos die Runde als Black Cat Knife oder Cat Knife. Und ist jetzt in den letzten Jahren im Zuge der Nostalgiewelle in Sachen Messern, zum Beispiel Lyol hat jetzt in den letzten 10 Jahren wieder an Bedeutung gewonnen, kam auch dieses Cat Knife oder Mercator Messer. Mercator ist übrigens ein Wortspiel vom Kaufmann, weil es heißt im lateinischen Kaufmann. Kam es also wieder zu einem gewissen Ruhm oder Bekanntheit. Ich muss dazu sagen, ich habe das Messer zwar schon seit etlichen Jahren, aber durch das Video vom Stefan Schmalhaus bin ich wieder darauf gekommen. Also Stefan Schmalhaus, ein super Kanal. Der macht Tabletop-Reviews, die unvergleichbar sind. Der Vorspann ist meistens
Ja, filmreif würde ich sagen, aber das ist ja Käse. Natürlich ist ja filmreif. Das hat schon richtig gute Qualität, was der da abliefert. Von Fachwissen her, von der Schneidetechnik, Musikauswahl und so. Guckt einfach mal unter Mercator Messer, K55K, Catknife, Stefan Schmalhaus. Allerdings ist das Review in Englisch, aber das beste Review für dieses Messer und auch für viele, viele, viele andere Messer. Und Stefan macht eigentlich nur ja, Folder. Am liebsten das, was ich auch jetzt mittlerweile so für mich entdeckt habe, Gentleman Folder. Das heißt, Zweihandfolder, kein Tactical Quatsch, weil dafür wollen wir eigentlich unsere Messer nicht benutzen. Und solche simplen und einfachen Messer, die seit fast 150 Jahren so gebaut und benutzt werden und geschätzt werden, das macht der wahrscheinlich genauso wie ich. Die sind auch recht einfach zu schärfen. Die haben einen Flat Grind übrigens, hier dieses Mercator Messer. Ich benutze, um diese, um so zum Beispiel das Mercator Messer, also diese Flat Grind Messer zu schärfen, den Sharpen Easy. Der hat hier V-förmig angeordnet oben einen, was ist das jetzt noch gleich? Einen mittleren Anschliff und hier unten einen Porzellananschliff. Da lässt man dann einfach das Messer so durchgleiten durch das eigene Gewicht. Ich mache das immer 8-mal oder 10-mal, je nachdem, wie viel ich das benutzt habe. Und halte ein doch recht scharfes Ergebnis. Und das lasse ich gut dann schmecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Das kommt Schreiber natürlich auch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.